Freunde? Wahrscheinlich denkt ihr euch gerade, Lami, warum bist du da mit einem Buschkopf im Busch versteckt? Naja, Leute, das hat einen Grund. Denn wir sind heute gemeinsam auf einer geheimen Mission. Denn Leute, ich, Lami, habe den ultimativen Plan geschrieben. Und natürlich, Freunde, zeige ich euch jetzt den Plan. Und zwar, Leute, der Plan lautet... Einmal Döner mit alles? Oh, Moment mal, das war der falsche Plan, Freunde. Naja, Freunde, das ist ja auch egal. Ich nehme jetzt einfach mal mein Handy und mache ein kleines Real-Life-Video. Und dann solltet ihr alle den Plan gecheckt haben. Und Freunde, hier sind wir auch schon. Leute, ich erkläre euch jetzt erstmal den Plan. Und zwar solltet ihr eigentlich alle wissen, dass ich zusammen mit Emily in einer Wohnung lebe. Und Freunde, Emily befindet sich gerade hinter dieser Wand im anderen Zimmer. Und das Ding ist, Freunde, Emily hat mir gerade gesagt, dass sie ein Video aufnehmen will in Brookhaven, wo sie Online-Data trollen möchte. Aber Emily, es tut mir wirklich leid, du wirst heute keine Online-Data trollen, denn ich, Lami, werde mich als Online-Data in Brookhaven verkleiden und die kleine Emily trollen. Aber Freunde, ich muss noch ganz kurz warten, bis Emily überhaupt mit dem Video anfängt. Das heißt, wir müssen uns erstmal anders die Zeit vertreiben. Und an der Stelle nochmal Grüße, was ist das denn? Amogus Sus! Grüße an mein Discord. Ich würde auch mal sagen, Freunde, ich sende hier mal eine Nachricht rein. Sag mal alle Hallo für das Video. Mal gucken, wer jetzt hier Hallo sagt. Oh, warte mal, hier schreibt jemand Muss off bei. Oh mein Gott. Oh, aber hier sind die Ersten. Die schreiben alle Hallo. Sehr, sehr gut. Okay, Hallo an den ganzen Discord. Und an der Stelle nochmal, wenn ihr noch nicht in meinem Discord-Server drauf seid, dann könnt ihr jetzt den Link in der Beschreibung abchecken. Da kommt ihr dann sofort auf meinen Discord-Server. Aber Freunde, jetzt müssen wir etwas leiser sein, Freunde. Wir gehen jetzt mal zu Emilys Zimmer. Okay, Freunde, hier ist das Zimmer. Lami, was willst du hier? Nix. Aha, was machst du? Nix und du, ich mach hier einfach nur einen Vlog, ganz genau, ich mach einfach nur einen Vlog, Emily. Aha, ein Vlog, was ich mache? Du weißt doch, ich mache jetzt ein Online-Data-Video. Aha, ein Online-Data-Video, also... Okay, Emily, dann wünsche ich dir viel Spaß. Willst du noch Hallo für den Vlog sagen? Nö. Okay, ciao. Okay. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Emily denkt jetzt auf jeden Fall, dass wir einen Vlog machen, wofür auch immer. Und außerdem, Freunde, weiß ich jetzt auch, wie Emily's Skin gerade in Roblox aussieht. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall, wen ich in Brookhaven suchen muss. Aber, Freunde, wir müssen unbedingt noch ganz schnell eine ganz, ganz wichtige Sache erledigen. Und zwar... müssen wir noch einen kleinen Online-Data-Skin erstellen. Und, Freunde, wir haben ja gerade gesehen, wie Emily momentan in Brookhaven aussieht. Das heißt, wir könnten unseren Online-Data-Skin so ein bisschen ähnlich machen. Dafür gehen wir einfach in den Avatar-Shop in Roblox. Und das Erste, was wir brauchen, sind schwarze Haare. Ich glaube, wir nehmen einfach mal die hier. Die sehen ganz gut aus und die kosten 75 Bubuks. Okay, Freunde, wird gekauft. Als Zweites brauchen wir so ein rosa-pinkes Oberteil, Freunde. Ich glaube, das sieht echt gut aus, oder? Ja, Freunde, 7 Bubuks wird gekauft. Und als Drittes brauchen wir auf jeden Fall noch eine graue Hose mit weißen Schuhen. Ich glaube, die hier passt doch perfekt. Oh mein Gott, ja, Freunde, 10 Bubuks wird gekauft. Und als kleines Accessoire kaufen wir noch hier so eine kleine pinke Kappe. So, 60 Bubuks und das sollte es gewesen sein. Und Freunde, das hier ist unser Skin. Ich muss wirklich sagen, der sieht echt fresh aus. Yeah! Und Freunde, zuletzt müssen wir nur noch auf denselben Server, wo auch Emily gerade drauf ist. Und dann können wir den ganzen Troll auch schon beginnen. Dafür gehen wir jetzt einfach hier auf Emilys Profil und treten einfach mal direkt bei. Ich hoffe mal, sie bekommt jetzt auf jeden Fall nicht mit, dass ich auch auf den Server gehe. Und Leute, der Server ist einfach voll. Wir sehen hier unten... ich bin der Erste in der Warteschlange. Das heißt, es muss nur jemand den Server verlassen. Und dann komme ich auch schon auf Emilys Server. Let's go. Und okay, Freunde, es hat jemand den Server verlassen. Oh mein Gott, wir sind auf Emilys Server. Oder? Moment mal, Freunde, ich muss das abchecken. Ja, Leute, hier sehen wir unten direkt Emily-Roblox. Okay, let's go. Jetzt müssen wir nur noch Emily finden. Wow, was geht denn da ab?
Was ist das denn hier für ein Treffpunkt? Hey Leute, was geht ab hier? Was sind das hier für Ohio-Charaktere? Einfach ein Kaktus im Schuh? Ein pinker Alien? Und ein Riesenbaby? Was sind das für Ohio-Menschen? Naja, Leute, hier ist Emily auf jeden Fall nicht. Wir gehen einfach mal weitersuchen. Echt komischer Server, auf dem sich hier Emily gerade befindet. Aber naja, wir geben unsere Suche natürlich nicht auf. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, das ist das Haus, wo sich Emily gerade befindet, oder? Wir gucken mal hier. Hä? Da doch, ich glaube, ich sehe sie. Freunde, da vorne ist sie. Wir schauen uns das Ganze einfach mal genauer an. Wir fliegen jetzt hier mit unserer Drohne mal ins Haus rein. Hä, warte mal. Wen online-datet er gerade bitte, Emily? Was ist das denn für ein reicher Schnösel? Aber Freunde, das hier ist auf jeden Fall Emily. Und Leute, ich muss wirklich sagen, guckt euch mal den Skin hier an. Unser Skin sieht doch genauso cool aus. Und, Moment mal. Nein, warte mal. Emily fällt gerade weg. Oh, da vorne stehe ich. Was macht Emily jetzt? Upsi. Ich würde sagen, wir gehen einfach auch mal hier ins Auto rein. Ich hoffe mal, sie denkt jetzt nichts Falsches oder so. Leute, irgendwie klappt das hier alles viel zu einfach, als ob wir jetzt einfach im Auto von Emily drin sind. Und Freunde, guckt euch ja mal unsere Skins an. Die sehen ja wirklich fast gleich aus. Also wir matchen echt, echt gut. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo Emily gerade langfährt. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt checkt, dass hier jemand im Auto sitzt. Hallo, weiß sie überhaupt, dass ich hier drin sitze? Aber naja, Freunde, wir gehen einfach mal mit ihr. Oha, Moment mal, Brooke Steiner. Will sie etwa direkt mit mir auf ein Date gehen? Ulala. Ey, wir matchen echt gut. Guck mal, wie das aussieht, Freunde. Ich schreibe jetzt einfach mal, hey, Schöne. Und Emily antwortet einfach mit, na, Süßer. Oh mein Gott, Emily, wenn du wüsstest. Freunde, ihr werdet jetzt alle live dabei sein, wie wir Emily hops nehmen. Ich schreibe ihr einfach mal, wir passen voll gut zusammen. Ich schreibe jetzt einfach mal, wie heißt du? Moment mal, warum wird du zensiert? Naja, ich hoffe mal, sie hat es verstanden. Jetzt bin ich mal gespannt, als wen sich hier Emily ausgibt. Und sie schreibt einfach, du kannst mich Emmy nennen. Ist klar, Emily. Und jetzt fragt sie nach meinem Namen. Moment mal, Freunde, wie heiße ich denn überhaupt? Aber Freunde, sie braucht auf jeden Fall nicht meinen Namen zu wissen. Für sie bin ich auf jeden Fall ihr Löwe und ihr Bär. Oh mein Gott, Emily schreibt einfach, oh, mein Löwe, mein Bär. Oh, Mann. Hä? Wo ist meine Hose? Hä, wer hat meine Hose geklaut? Hilfe! Okay, Leute, das ist jetzt ein bisschen süß. Ich weiß nicht, wo meine Hose hin ist. Aber, naja, ich hoffe mal, Emily sieht noch meine Hose. Das wäre sonst ein bisschen zu komisch für sie. So, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Und ich frage sie einfach mal, was möchtest du essen? Und Emily antwortet mit, wie wäre es mit einer saftigen Pizza? Und Leute, ich habe auch schon die perfekte Antwort im Kopf. Und zwar schreibe ich, okay, lass uns Pizza essen. Aber zum Nachtisch esse ich dich. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was die kleine Emily antwortet. Ich meine, auf so eine sasse Nachricht kann man doch nur eine sasse Antwort bekommen, oder? Und Leute, wirklich, sie schreibt einfach, okay, Deal. Oh mein Gott, Emily, du bist ja ein kleiner Sassy. Aber Freunde, das habe ich natürlich schon erwartet. Oh Mann, das sieht so sass aus ohne Hose hier. Ich schreibe jetzt einfach mal, die Pizza nehmen wir mit. Und Freunde, irgendwie läuft hier wirklich alles wie am Schnürchen. Let's go! Seht ihr, Leute, hier auf dem Kennzeichen würde jetzt Lami Roblox stehen, wenn ich ein Auto gespawnt hätte. Und ich hoffe, Emily hat jetzt schon ein Haus oder sie wird ein Haus spawnen. Ich darf es auf jeden Fall nicht machen, denn sonst sieht man ja auch meinen Namen. Und ich glaube, ja, okay, Freunde, es ist perfekt. Sie spawnt ein Haus. Und Freunde, wir spielen einfach mit. Ich schreibe jetzt einfach mal. Oh mein Gott, du bist voll reich. Und jetzt führt sie mich einfach zu sich nach Hause. Ey, Leute, das klappt so gut, wenn Emily wüsste, dass ich die ganze Zeit Lami bin. Aber Freunde, wir dürfen nicht so laut schreien, denn sonst hört Emily mich noch im Nebenzimmer. Also Freunde, wir machen ganz gechillt weiter hier. Jetzt schreibe ich einfach mal, hast du einen Freund? Und Emily schreibt, nein, habe noch nicht den richtigen gefunden. Und du? Freunde, was werden wir jetzt hier antworten? Ich glaube, diese Antwort ist hier sehr gut, wenn ich schreibe, ich glaube, ich habe gerade die richtige gefunden. Leute, findet ihr nicht, dass ich irgendwie
eine richtig süße Online-Dater sein kann. Ich meine, ich habe echt gute Komplimente am Start, oder nicht? Und sie schreibt jetzt einfach mal, du machst mich ganz nervös. Das ist sehr gut, Freunde. Aber Freunde, jetzt muss ich richtig sass sein. Ich schreibe einfach mal, lass uns in dein Bett. Und Freunde, ich würde sagen, wir warten gar nicht auf eine Antwort. Ich nehme die jetzt einfach mal so. Komm schon. Jawohl, Freunde, es klappt alles so gut. Aber Freunde, ich glaube, es wird jetzt Zeit, das Ganze aufzulösen. Und das machen wir ganz genau hier in diesem Raum hier. Ich habe jetzt auf jeden Fall geschrieben, lass uns gegenseitig ein Geheimnis verraten. Und, hä, warte mal, sie schreibt, hehe, jetzt kommt raus, dass du ein alter Mann bist. Ja, ist klar. Ein alter Mann bin ich auf jeden Fall nicht, Emily. Aber ich bin Lami und damit wirst du auf jeden Fall nicht rechnen. Und sie schreibt auch noch, also fang an, Moment mal, nein, du musst anfangen. ich schreibe einfach mal, nee, du zuerst, please. Und Freunde, sie schreibt, ich bin eine YouTuberin. Oha, Emily, das wusste ich ja gar nicht. Oha, Emily, stell dir vor, der Junge hier vor dir ist kein alter Mann, sondern auch ein YouTuber, wow. Aber Freunde, wir müssen natürlich geschockt tun und schreiben einfach mal, Moment mal, was? Wie YouTuberin? Wer bist du? Und Freunde, es ist raus. Sie hat geschrieben, ich bin Emily. Aber Leute, ich habe die perfekte Antwort und zwar schreibe ich einfach mal, hä? Wer soll das sein? Kenne ich nicht. Moment mal, was schreibt sie? Habe auch nur 100.000? Hehe. Ja, nur 100.000. Das ist ja schon eine ganze Menge. Aber Emily, es wird langsam Zeit, dass wir das Ganze auflösen. Und Moment mal, sie schreibt gerade sogar, aber jetzt erzähl du dein Geheimnis. Okay, dann machen wir das einfach mal, Freunde. Ich schreibe, mein Geheimnis ist in dem Zimmer neben dir. Okay, Moment mal. Ey, nee, nicht hier ernst, oder? Die geht einfach hier in Brookhaven in das andere Zimmer. Ich meine im echten Leben, du Dussel. Oh mein Gott, Freunde. Okay, Moment mal. Wir müssen nochmal, umschalten ins echte Leben. Okay, Leute, ich hab's gerade gehört. Ich glaube, Emily kommt gerade in mein Zimmer rein. Emily? Lami? Ja, komm mal zu mir, komm mal näher, komm mal näher. Warum filmst du eigentlich gerade? Warum filmst du denn eigentlich gerade? Ich hatte da so eine Vorahnung. Möchtest du mir irgendwas erzählen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lami, das ist nicht dein Ernst. Oh doch, das ist mein Ernst. Oh mein Gott. Na ja, Lami, was soll ich dir sagen? Für diese Aktion bekommst du kein Essen heute. Tja, dann bestelle ich mir halt einen saftigen Döner. Kannst du mir vielleicht auch einen bestellen? Nö, Pech gehabt. Aber Freunde, falls euch dieses coole Video gefallen hat und ihr mehr von solchen Trolls sehen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben geben. Und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und auch Emilys Kanal, denn dort findet ihr auf jeden Fall ihre Sicht von diesem Video. Also checkt auch gerne ihr Video ab. Ansonsten, Freunde, abonniert unsere Kanäle, aktiviert die Glocken und jetzt könnt ihr auf jeden Fall links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega cool geworden, also checkt die gerne ab, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder und ciao!